Wie verteidige ich mich im Widerspruchsverfahren gegen meine Marke? Was sind die erfolgversprechendsten Strategien? Und wie unterscheidet sich das Widerspruchsverfahren vor dem Europäischen Markenamt, dem EU-EPO, und dem DPMA, dem Deutschen Patent- und Markenamt? Ich bin Rolf Kleesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner, und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Außerdem werde ich ein Buch mit dem Titel Markenrecht einfach veröffentlichen. Mehr Informationen hierzu unter www.dasmarkenbuch.de. In diesem Video zeige ich mal, wie man sich am besten im Widerspruchsverfahren gegen die eigene Marke am besten verteidigt. Ich habe schon sehr viele Widerspruchsverfahren auf beiden Seiten, also Angreifer und Verteidiger, durchgeführt und habe da viele Strategien kennengelernt und lerne auch immer wieder neue Strategien kennen. Und in diesem Video erkläre ich mal so die Basics und vielleicht einige wichtige Strategien. Zunächst einmal muss man einen wichtigen Unterschied zwischen dem DPMA, dem Deutschen Patent- und Markenamt, und dem EU-EPO, dem Europäischen Markenamt, verstehen. Die Widerspruchsfrist beim Deutschen Patent- und Markenamt schließt sich an die Eintragung der Marke an. Das heißt, die Marke ist eingetragen, kann dann auch gegen alle Wettbewerber durchgesetzt werden. Und innerhalb von 3 Monaten ab der Eintragung kann dann Widerspruch gegen diese Marke erhoben werden. Anders ist es beim EU-EPO, also beim Europäischen Markenamt. Dort läuft die Widerspruchsfrist ab der Veröffentlichung der Anmeldung 3 Monate vor der Eintragung. Das heißt, wenn ein Widerspruch gegen eine Unionsmarke eingelegt wird, dann wird die Marke so lange nicht eingetragen, bis nicht dieses Widerspruchsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Das hat natürlich massive Auswirkungen. Das heißt, man kann die Marke nicht durchsetzen, solange nicht das Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist. Man kann sie nicht zum Beispiel für die Amazon Brand Registry einsetzen. Es hat eben verschiedene Nachteile. Das muss man einfach im Kopf haben. Es kann daher Sinn machen, dass man, wenn man angegriffen wird, das Widerspruchsverfahren in Europa möglichst vorantreibt. Und in Deutschland kann es durchaus Sinn machen, das Widerspruchsverfahren in die Länge zu ziehen. Das europäische Widerspruchsverfahren ist relativ stark geregelt. Das heißt, es gibt eine klare Anzahl von Schriftsätzen, die jeder einreichen darf. Und mit der erstinstanzlichen Entscheidung kann man so etwa nach 1 Jahr oder 1,5 Jahren rechnen. In Deutschland ist das anders. Da kann man im Prinzip beliebig viele Stellungnahmen einreichen. Sobald man eine Stellungnahme im Widerspruchsverfahren einreicht, wird die dann der anderen Partei zugeschickt und diese kann wieder dazu eine Stellungnahme einreichen und dann geht das Ping-Pong-Spiel so lange hin und her, im Prinzip eigentlich unendlich, entweder bis beide Parteien sagen, so, wir haben jetzt genug vorgetragen, bitte liebes Amt, entscheide mal, oder der Prüfer ergreift Initiative oder die Markenstelle ergreift Initiative und sagt dann, so, ist genug vorgetragen, ich entscheide jetzt. Das passiert allerdings relativ selten. Das heißt, das Widerspruchsverfahren in Deutschland kann relativ lange dauern in der ersten Instanz. Ich persönlich habe es schon erlebt, dass ein Widerspruchsverfahren in der ersten Instanz auch fast 3 Jahre dauern kann. So ein Widerspruchsverfahren kostet natürlich Geld und Zeit und in den allerwenigsten Fällen bekommt man, wenn überhaupt, das Geld zurückerstattet. Beim Europäischen Markenamt, also beim EU-EPO, bekommt man standardmäßig als Gewinner 300 Euro Kosten erstattet vom Gegner. Das ist natürlich verschwindend gering gegenüber den tatsächlichen Kosten. Die liegen in der ersten Instanz so erfahrungsgemäß je nach Kanzlei und je nach Verfahrensdauer und je nach Komplexität des Verfahrens. Ich würde mal sagen, irgendwo so zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Daher kann es durchaus Sinn machen, das Widerspruchsverfahren von vornherein eigentlich zu vermeiden. Einmal entweder, indem man natürlich vorher eine gute Recherche macht und sieht, dass es eben möglichst wenig konfliktäre Marken gibt, möglichst keine konfliktäre Marke, die älter ist. Man kann natürlich niemanden verbieten, trotzdem Widerspruch zu erheben. Und dann kann es Sinn machen, dass man sich eben ansieht, was ist denn das Kerngeschäft der Gegenseite? Was ist das eigene Kerngeschäft? Sind die vielleicht völlig unterschiedlich? Und dann kann man eine sogenannte Koexistenzvereinbarung vielleicht abschließen. Manchmal wird hier auch Vorrechtsvereinbarung genannt. Dazu habe ich auch ein ausführliches Video gemacht, was ich hier unter diesem Video verlinke.
Und dann kann man eben mit so einer Vereinbarung vielleicht das Widerspruchsverfahren schon direkt am Anfang einfach beenden und außeramtlich sich einigen mit der anderen Seite. Und ja, dann spart man sich die ganze Zeit und vor allen Dingen auch relativ hohe Kosten. Wenn es dann aber doch zum streitigen Verfahren kommt, dann prüft man erstmal, ob die gegnerische Marke überhaupt vielleicht schon länger als 5 Jahre eingetragen ist. Denn wenn die ältere geltend gemachte Marke länger als 5 Jahre eingetragen ist, dann kann man die sogenannte Nichtbenutzungseinrede geltend machen. Das heißt, man kann dem Amt mitteilen, die gegnerische Marke ist gar nicht benutzt. Und dann muss der Markeninhaber, also der Widersprechende, muss dann Unterlagen beibringen, die eben zeigen, dass die Marke tatsächlich benutzt ist. Daher würde ich die Benutzung, wenn die Widerspruchsmarke länger als 5 Jahre eingetragen ist, reflexartig bestreiten. Das ist immer sehr viel Aufwand für den Widersprechenden, diese Benutzungsunterlagen beizubringen. Und oft kommt es vor, dass der Widersprechende eben die Benutzungsunterlagen nicht korrekt, nicht vollständig einreicht. Die Benutzungsunterlagen müssen eben die Benutzung in den letzten 5 Jahren belegen. Und dazu müssen die eben im richtigen Zeitraum datiert sein. Dazu müssen sie eben die Marke zeigen, die Widerspruchsmarke. Dazu müssen sie eben auch die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke geltend machen. Und oft bleiben dann eben nur, wenn überhaupt, wenige Waren und Dienstleistungen übrig, für die die Benutzung tatsächlich nachgewiesen werden kann. Und dann steigen natürlich die Chancen für mich als Inhaber oder Anmelder der angegriffenen Marke, die Chancen erheblich, diesen Widerspruch zu überleben. Aus meiner Erfahrung lohnt es sich wirklich, dann jedes einzelne eingereichte Dokument ganz genau zu prüfen. Oft ist es so, dass der gegnerische Anwalt vielleicht noch nicht sehr viel Erfahrung mit so Benutzungsunterlagen hat. Und da kann man eben dann jedes einzelne Dokument eben genau prüfen, ob es eben die gegnerische Marke zeigt, ob es in der richtigen Verfahrenssprache ist, ob es richtig datiert ist, ob es die Waren und Dienstleistungen aufweist und so weiter und so weiter. Und wenn eigentlich nur einer dieser Faktoren nicht gegeben ist, dann kann dieses Dokument in der Regel gar nicht berücksichtigt werden. Bei der Sprache ist noch so eine Sache, da kann man die Verfahrenssprache erstmal anmahnen. Und wenn das Amt dann entscheidet, ja, das muss noch in der Verfahrenssprache nachgeliefert werden, dann muss derjenige dieses Dokument dann auch noch übersetzen. Das ist allerdings nicht für alle Dokumente zwingend notwendig. Zum Beispiel bei Rechnungen wird in der Regel davon ausgegangen, dass man eben weiß, wo was auf der Rechnung steht. Allenfalls eben die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen sollte dann eben schon klar deutlich erkennbar sein, also vielleicht dann auch in der Verfahrenssprache übersetzt sein. Die Hürde für diese Benutzungsunterlagen ist sehr hoch. Es ist sehr mühsam, das alles korrekt einzureichen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die genaue Prüfung der Benutzungsunterlagen in die Verteidigungsstrategie einzubeziehen. Aus meiner Erfahrung, ich habe schon eben, wie gesagt, sehr viele Widerspruchsverfahren durchgeführt, kann man Widersprüche sehr erfolgreich abwehren. Ich würde mal sagen, so vielleicht in der Hälfte der Fälle vielleicht allein dadurch gewinnen, dass Benutzungsunterlagen entweder unvollständig waren oder eben die Benutzung nur für ganz wenige Waren und Dienstleistungen nachweisen können. Wenn es sich um eine wirklich wichtige Marke handelt und man deswegen vielleicht etwas Budget hat, und es sich eben im Laufe des Widerspruchsverfahrens herausstellt, dass der Gegner Schwierigkeiten hat, die Benutzung nachzuweisen, dann kann man, um die Verhandlungsposition vielleicht noch etwas zu verstärken, auch noch zusätzlich einen Antrag auf Löschung der gegnerischen Marke wegen Verfalls stellen. Das heißt, man sagt dem Amt, liebes Amt, löscht diese Marke, denn die Marke wird gar nicht mehr benutzt. Dann wird der Gegner die gleichen Unterlagen wieder in diesem parallelen Verfahren einreichen und man kann die genauso wieder zerpflücken. Aber das Schöne daran ist, das Widerspruchsverfahren wird dann in der Regel so lange ausgesetzt, solange eben dieses Löschungsverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Also gerade in Deutschland, wo man eigentlich keine Eile hat, kann es durchaus Sinn machen, die Marke gesondert mit der Löschung wegen Verfalls anzugreifen. Wenn es sich eben um eine wichtige Marke handelt und man eben dieses extra Budget vielleicht aufwenden möchte. Der Vorteil an diesem gesonderten Angriff ist, dass
die Widerspruchsmarke dann insgesamt bedroht ist, also nicht nur in diesem konkreten Widerspruchsverfahren, sondern der Widersprechende riskiert dann, die gesamte Marke, zumindest für einige Waren und Dienstleistungen, zu verlieren. Das tut er dann sehr ungern und ist dann vielleicht noch gesprächsbereiter, doch eine Lösung zu finden. In einem aktuellen Fall ist es beispielsweise so, dass die Widersprechende eine Marke geltend macht, die so heißt wie ein Unternehmen, was eben schon länger als 5 Jahre her Insolvenz angemeldet hat. Das heißt, es ist wirklich sehr schwer für die Widersprechende, hier überhaupt Benutzungsunterlagen beizubringen. Und deswegen, das ist ein deutsches Widerspruchsverfahren noch nach dem alten Recht vor der Markenrechtsreform Anfang dieses Jahres, sodass ich jederzeit die Benutzung erneut bestreiten kann im Widerspruchsverfahren und eben das Verfahren möglichst lang hinauszögern kann und dann eben, weil ich immer wieder so in Halbjahresabständen oder Jahresabständen die Benutzung erneut bestreiten kann und der Widersprechende dann wieder erneut Benutzungsunterlagen für den geänderten Zeitraum einreichen muss. Und ich hoffe, dass ich so den Gegner eben verhandlungsbereiter mache, was auch schon erste Früchte trägt. Im Übrigen trägt man natürlich vor, dass die Waren und Dienstleistungen unähnlich sind oder die Zeichen unähnlich sind. Zur Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, zur Ähnlichkeit von Zeichen habe ich auch schon ein Video gemacht, was ich unter diesem Video natürlich verlinkt habe. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man sich im Widerspruchsverfahren gegen eine Marke gut verteidigen kann. Wie eingangs gesagt, veröffentliche ich demnächst ein Buch über Marken mit dem Titel Markenrecht einfach. Mehr Informationen dazu unter www.dasmarkenbuch.de. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.